Leute, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Video auf dem Kanal. Heute ist Clankrieg Woche 2. Wir wollen natürlich wieder möglichst schnell diesen Clankrieg gewinnen. Wir sind gerade bei 34.427 Punkten. Das heißt, es fehlt nicht mehr viel. Und mit meinen Kämpfen gleich können wir vielleicht schon direkt über die Ziellinie kommen. Gleichzeitig kämpfen gerade auch noch zwei meiner Teammitglieder, was mega nice ist. Allerdings gibt es zum Clankrieg ein paar Aspekte, die ich mit euch jetzt oder über die ich mit euch sprechen möchte. Und zwar haben es einige Clans geschafft, schon nach 3 bis 4 Stunden den Clankrieg zu beenden. Das heißt, wir sehen jetzt hier, es hat heute um... Wann hat das gestartet? 6.30 Uhr, 6 Uhr, 6 Uhr, okay. Der Clankrieg hat heute Morgen um 6 Uhr oder 6.30 Uhr gestartet und jetzt sind schon mittlerweile 11 Stunden rum und es gibt Clans, die haben es in 3 oder 4 Stunden geschafft, indem sie Accounts getradet haben. Was heißt Accounts getradet? Sie haben alle 50 einen Kampf gemacht, dann sind 25 Accounts rausgegangen, 25 neue rein, es gibt keine Abklingzeit. Und die machen die nächsten 25. Und dann war der Clankrieg vorbei. So haben sie es gemacht. Es ist eigentlich Cheating und es ist, glaube ich, auch nicht intended von Supercell. Wir sind damit mit Supercell in Kontakt. Wir haben sofort uns beschwert geschrieben, weil das kann nicht der Sinn von einem Clankrieg sein. Der Sinn vom Clankrieg kann nicht sein, der sowieso schon recht pay to win ist, dann auch noch darauf sich zu beruhen, wie viele Max-Accounts man hat. Weil letztendlich gewinnen jetzt die Clans, die mehr Accounts haben, die Account-Sharing betreiben. Da gibt es Owner von 10 Accounts, der hat dann 10 verschiedene verteilt, die auf die Leute und die machen da die Kämpfe. Das... Da wird Account-Sharing, werden die Leute zum Account-Sharing motiviert, da wird Max-Accounts-Trading, Max-Accounts-Kaufen, Max-Accounts-Besorgen, alles was illegal ist in Clash Royale, wird dadurch gefördert und das ist absolut nicht der Sinn von Supercell. Und ich denke, es wird auch geändert werden, diese Woche wird es vielleicht noch so bleiben, aber nächste Woche wird es geändert werden. Zum Beispiel haben jetzt schon 2 französische Clans, ein italienischer und ein anderer noch, in unserer Region, ein englischer und portugiesischer, wenn ich gleich drüber reden, haben schon so viele gefinisht, haben schon gefinisht. Das heißt, ich weiß nicht mehr, ob wir noch in die Top 6 kommen können, in die Top 10 denke ich schon. Und das finde ich sehr schade, weil ich finde, letztendlich sollte es ein sehr faires Duell sein und nicht ein Duell darauf, wie viele Accounts man reinholt. Klar, bestimmt haben das 1, 2 Leute bei mir im Clan auch gemacht, die irgendwie einen Account reingeholt haben von außen. Natürlich, kann gut sein, aber wir haben das nicht, also das war nicht meine Intention, das haben die Leute dann gemacht, aber grundsätzlich ist der Sinn, man hat 50 Leute im Clan, holt 50 gute Leute ran und mit diesen 50 Leuten kämpft und versucht so viel wie möglich zu erreichen. Das, was hier passiert, ist halt super, super schade und finde ich nicht super, super geil. Naja, wir werden jetzt selber erstmal unsere Fights machen. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal rein in den Kampf. Ich gehe rein in den Kampf. Wir wollen jetzt hier über die Ziellinie. Wir wollen hier über die Ziellinie. Ich kämpfe gegen Level 11, alles klar. Ist echt kacke. Ja, ich finde es sehr schade, weil es könnte super geil sein, dieses Creator Clan Battle. Aber wenn es wirklich darauf basiert, was Leute jetzt so machen, das fände ich nicht so schön. Also muss ich einfach sagen. Okay, er spielt Lockbait. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil gegen Lockbait haben wir grundsätzlich auf jeden Fall Probleme, wenn wir nicht aufpassen. Allerdings ist er unterlevelt, das sollte eigentlich deswegen kein Problem sein. Okay, er fällt den Ritter, das ist gut für uns. Wir können später den King Tower aktivieren. Ja, King Tower ist aktiviert, Flawless verteidigt. Das ist ein perfekter Start, so wie man ihn sich wünscht. Und wir haben Lightning, was auf jeden Fall auch King Inferno Tower nice ist später. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, weil grundsätzlich, wenn der Typ super, super stark spielt, könnte es schwierig werden. Der Clankrieg selber, da wird auch super viel, schreiben so viele Nachrichten, so viele Creator auch, dass sie unbedingt wollen, dass es nicht so pay to win ist, also dass es auch für niedrigere Level besser möglich ist, hier zu gewinnen im Clankrieg. Das wird auch noch gepressured, also da wird auch drüber gesprochen, aber jetzt ist erstmal auch wichtig, dass das Ganze überhaupt fair ist. Weil das, was hier gerade im Clankrieg passiert, ist halt wirklich nicht fair, meiner Meinung nach. Nämlich, dass halt einfach Leute, ja, gewinnen, weil sie irgendwie möglichst viele Max-Accounts haben oder Max-Accounts ranholen und Account-Sharing betreiben. Das ist ja super nicht der Sinn von Supercell und das kann auch nicht das Ziel von denen sein. Deswegen hoffe ich, dass da was passieren wird. So, der Lightning ist zwar grundsätzlich jetzt teuer, aber da er eh so viel Elixier investiert hat oder investieren musste, geht das super klar für uns. Boah, das ist so viel Damage von Megamine, weil es überlevelt ist. Hau ihn weg. Ja, ich meine, ich finde es auch, was ich noch schade finde. Weißt du, wisst ihr, was ich dachte im Clankrieg? Ich dachte, man kriegt jede Woche neue Gegner. Man kriegt jede Woche neue Gegner, aber man kriegt keine neuen Gegner. Man hat die 5 Wochen lang die gleichen Gegner. Und unsere Gegner sind ja, also die können gar nichts. Die sind mit 3 Leuten im Clan und sind Level, also komplett unterlevelt und alles. Das sind doch keine Gegner für uns. Wir haben jetzt 5 Wochen ein langweiliges Duell gegen andere Clans. Also klar, das Creator Battle ist halt geil, aber da wird auch noch gecheatet. So, wisst ihr, das ist irgendwie low. Ich fände es geiler, wenn das Ganze alles fair wäre. Ja, keine Ahnung. Es ist echt schade irgendwie.
Er hat aufgegeben. Ja, das ist halt, guck dir das an, der geht auf. Das ist, man spielt fünf Wochen. Fünf Wochen mit solchen Clans zusammen. Wir spielen dieselben Leute wie letzte Woche. Das sind genau dieselben Clans. Und wir werden jede Woche easy gewinnen in dem Fünfer-Duell. Und das ist ja nicht spannend. Das soll ja eine Competition sein. Klar, irgendwann wird sich das legen, aber ich dachte, es legt sich jetzt pro Woche. Aber wenn es jede Woche noch das gleiche ist, das ist ja übel low. GG zu Platz 5, danke Jona. Aber hast du es mitbekommen, Jona? Erstens, dass man dieselben Gegner jede Woche kriegt. What the fuck? Zweitens, dass die anderen Creator komplett cheaten und sich Max-Accounts in den Clan holen und die Leute auswechseln, damit sie schneller finishen. Und so ein Kack? Also das ist doch nicht der Sinn dahinter, oder? Sind die Pässe schon verlost? Nein, die Verlosung beginnt 17:30 Uhr. Wir verlosen 17:30 Uhr die Pässe. Fünfmal an Mods, die dann am Start sind. Und fünfmal an normale. Wenn die Leute den Pass halt schon haben, dann werde ich neu verlosen. Aber ich denke mal noch nicht, dass viele Leute den Pass haben. Vor allem, weil ich ja angekündigt habe, dass wir das heute machen. Okay, der Megaretter geht down. Auch wenn es kacke ist, kann ich gern vorbeikommen um 24 Uhr und CW machen. Nee, wir sind schon durch, Taramans. Wir sind schon durch. Also der Clankrieg ist gleich vorbei bei uns. Also wir sind schon, wir werden in 10 Minuten sind wir durch. Wenn ich mit meinen Kämpfen durch bin, haben wir den Clankrieg gewonnen. Ziemlich safe eigentlich. Aber es ist halt low so, weil ich fände es geiler, wenn es fair wäre und nicht so... Naja, ich weiß nicht, ich fände es einfach geiler, wenn alles fair wäre. Es ist halt echt scheiße, wenn man nur gewinnt durch möglichst viele Accounts. Weil ich könnte auch Karar fragen, yo, kannst du mir ein paar Accounts schenken für einen Clankrieg? Und dann würde ich komplett Account-Sharing machen. Aber das ist einfach kacke. Warum kann man denn nicht auf fairer Art und Weise einfach ein Duell machen? Das verstehe ich nicht. Und warum hat jetzt ein portugiesischer und ich, also ein portugiesischer Creator, Bruno Clash heißt der, und der ist glaube ich auch Caster, und ich sind jetzt diejenigen, die uns da erstmal beschwert haben und uns haben übelst viel agreed, aber die anderen Creator haben einfach nur den Vorteil abused und haben sich überhaupt nicht beschwert. Als ob das so voll normal wäre, dass man da 100.000 Max-Accounts ranholt. Also das kann ich halt null nachvollziehen. Null. Bruno Clash ist ein Ehrenmann, holy shit. Bruno Clash war der Erste, der sich beschwert hat. Und dann habe ich mich auch beschwert und er war so happy, dass sich noch jemand beschwert hat, weil Bruno Clash dachte, alle finden das gut. Aber nee, nichts mit gut, Alter. Das ist ja kompletter Bullshit. Wir spielen gegen Lumen. Der Typ hat auf jeden Fall gute Level. Okay, das war ja komplett fail. Holy shit. Aber der Lumberjack ist komplett am Tower. Komplett. Snowball. So, ich hoffe, der Typ lässt uns durchlaufen. Weil das Game ist gewonnen. Lumberjack. Oh, wie geil wäre das, wenn man tryharden müsste im Krieg, Alter. Stellt euch mal vor, dieser Clan-Krieg ist tryhard, so richtig tryhard. Jeder muss sein Bestes geben und nur dann gewinnt man als Clan. Wie geil wäre das? Wie geil wäre das eigentlich? Das wäre doch übel nice. Das wäre doch so nice. Weil wir werden jetzt jede Woche unterlevelte Gegner haben und jede Woche cheaten irgendwie die anderen Clans und holen sich möglichst viele Max-Accounts ran. Wir können das natürlich auch machen, aber das ist doch nicht der Sinn, oder? Wir werden gleich Sam hosten. Also nachdem ich hier durch bin, so gegen 18 Uhr, nachdem wir alles verlost haben und so, werden wir Sam hosten. Sam hat Elgato-Probleme, deswegen ist er erst verspätet online. Sam ist ja gerade in Köln angekommen und das ist mit dem Setup immer ein bisschen schwierig und Sam bereitet gerade alles vor. Und wenn alles ready ist, geht Sam online. Ich war mir gerade nicht sicher, ob Dragons Fire Spirits killen können. What the fuck, wie los? Aber man muss auch sagen, niemand spielt die Fire Spirits. Aber diese Season könnte das ja wieder passieren, oder? War das nicht so? Doch, Fire Spirits sind doch, die werden doch gechanged, oder? Was ist nochmal der Change bei den Fire Spirits? Chat, schreibt's mal eben rein, ihr wisst das bestimmt. Was ist die Änderung bei den Fire Spirits? Mehr Damage? Nee, es war nicht mehr Damage. Es war nicht mehr Damage. Es war nicht mehr Schaden. Nee, es war nicht mehr Schaden. Es war nicht mehr Schaden. Es war nur ein größerer Radius oder sowas, aber wie viel? Das ist ein... Also wenn ihr denkt, der macht mehr Schaden, ist falsch. Nein. Das hat... Nein. Das hat Drew, der Head Manager von diesem ganzen Stuff, hat gestern extra nochmal geschrieben, dass das ein Missverständnis war. Es wird nicht der Damage erhöht, sondern es wird der Radius von den Fire Spirits erhöht. Also der Schadenradius. Die machen nicht mehr Schaden. Das ist ein Missverständnis gewesen. Die Reichweite ist erhöht.
Aber ich weiß nicht, um wie viel. Wieso fragst du dann? Ja, ich wusste, dass die Reichweite erhöht wird, aber ich weiß nicht, um wie viel Prozent. 18% mehr Area Damage. Ja, wie gesagt, es ist falsch. Ich kann euch genau... Okay, ich werde euch jetzt genau vorlesen, was da steht. Warte. Und zwar hat Drew geschrieben... Hey guys, so apparently I wrote the balance changes wrong. Fire Spirits is actually an Area Damage Radius Buff, not an Area Damage Buff. Das heißt, es wird nicht der Schaden erhöht, sondern der Radius wird erhöht, damit jetzt das alle nochmal verstanden haben. Aber ich wusste nicht, um wie viel Prozent. Und ich würde sagen, wir machen das letzte Game. Und können wir dadurch finishen? Ja, ich glaube, es ist das letzte Game. Ja, wenn ich gewinne, haben wir es. Wenn ich jetzt gewinne, haben wir den kleinen Krieg gewonnen. Wir sind im Ziel. Wenn ich jetzt... Digga, was für ein Showdown. Holy shit. Wenn ich jetzt gewinne, sind wir einfach im Ziel. What the fuck? So, ich mache schon mal die Auslosung auf. Es geht gleich los. Wir werden erst fünfmal für... fünfmal für Mods verlosen. Und dann fünfmal für alle. Weil ich habe ja versprochen gestern, als Dankeschön für die Mods, fünfmal für die Mods und fünfmal an alle. Das heißt, ja, wir machen ganz schön die Mods und danach die anderen. Ihr könnt alle jetzt was reinschreiben, dann nehmt ihr an der Auslosung teil. Auch vor allem Mods, wenn überhaupt fünf Mods am Start sind gerade, die Interesse haben. Es gibt ja auch schon einige Mods, die haben schon den Dings. Ihr müsst natürlich dann auch, wenn ihr, also ihr müsst den Hashtag bereit haben, den Spielerkürzel. Und wenn ihr den Pass schon habt, dann... Wenn ihr den Pass schon habt, dann schreibt das direkt bitte rein, wenn ihr gewinnen solltet. Schreibt direkt rein, yo, ich habe den Pass schon, kannst jemand andere nehmen. Oder ihr sucht einfach ein Kürzel von einem Kollegen raus, den ihr überraschen wollt. Das ist auch okay. Also, ihr habt einfach irgendeinen Kürzel bereit, der den Pass safe noch nicht hat. Entweder euren eigenen oder ihr habt einen Kumpel, den ihr überraschen wollt und dann schreibt ihr den Kürzel. Das geht auch klar. Es ist ja, ihr gewinnt halt einmal den Battle Pass und wenn ihr den jemand anderen schenken wollt, ist es auch okay. Okay, wir spielen den Master. Ich sehe seine Pokale. Sieht der auch meine Pokale? Ach, er ist ja eh Season Start. Haben ja alle die gleichen Pokale. Komplett vergessen. Wäre mega geil, wenn ich gewinne. Klar, also vor allem für Leute, die, ja, ich sag mal, sonst sich den Battle Pass nicht kaufen, weil sie kein Geld ausgeben in Clash Royale, aber hier aktiv am Start sind und immer Tipps und Tricks mitnehmen wollen. Für die ist das natürlich legendär, weil sie jetzt einfach for free von Supercell einen Pass kriegen. Das ist natürlich super geil, klar. Er kriegt den halt einfach von Supercell freigeschaltet. Das ist halt schon geil. Und das Ganze, weil wir als Clan fünfter Platz geworden sind. Wenn wir jetzt hier wieder einen gewissen Platz erreichen, ich weiß nicht, ob wir noch fünfter werden können. Also, ich glaube, vier Clans aus unserer Region haben es schon geschafft. Und ich glaube, bis jetzt auch nur vier. Ich glaube, das sind die einzigen vier Clans, die gecheatet haben. Und wir sind dann der fünfte. Ich glaube, wir sind der schnellste Clan von unserer Region, der nicht cheatet. Die anderen haben halt alle gecheatet. Und ich glaube, wir sind der schnellste Clan, der jetzt nicht so gecheatet hat mit wir holen 50 Mitglieder rein. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, wir werden wieder Fünfter. Es kann gut sein, dass wir wieder Fünfter werden. Die Preise sind, glaube ich, übrigens gleich für Woche 2. Ich glaube, die Preise sind genau gleich für Woche 2. Ich meine, dass Drew das reingeschrieben hat. Also ich glaube, für Woche 2 sind es wieder die gleichen Preise. Also wir können nochmal so und so viele Battle Passes freischalten. Okay, das war komplett fail, der Sepp. Den Sepp brauche ich vor allem gegen die Skelettarmee. Das war ein bisschen lost. Er wird jetzt einfach eine Skelettarmee spielen. Wir predicten einfach mal die Skelettarmee. Okay, war nicht so nice. Ah, wobei. Ja, doch, doch. Es war letztendlich doch nice. Miner. Bats. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Schönes Game und damit haben wir den Clan-Krieg gewonnen. Damit sind wir im Ziel, was natürlich super nice ist. Ich konnte hier einfach den letzten entscheidenden Fight nochmal machen, um hier über die Ziellinie zu kommen, was super cool ist. Wir sind Platz 1 erreicht in unserem Duell hier, aber unsere Gegner-Clans, die haben letzte Season nicht mal die Hälfte vom Fluss erreicht. Also das ist halt... Ja, es ist halt einfach kein faires Duell. Wird sich halt legen nach 5 Wochen, aber 5 Wochen? 5 Wochen, bis man neue Clan-Krieg-Gegner kriegt? Ist das nicht ein bisschen zu lange? Warum macht man nicht jede Woche neue Gegner? Das wäre doch viel geiler, viel saftiger, viel köstlicher. Das wäre doch voll nice. So, wir öffnen die Clan-Truhe. Die Kriegstruhe. Oh, eine legendäre. Ah ja, die ist ja safe da drin, glaube ich. Was ist da drinne? Eismager. Okay, alles klar, die Star-Punkte nehme ich mit und wir sind im Ziel. Wir haben es erreicht, wir haben das Ziel erreicht. Sehr, sehr schön. Zeit ist 17:30 Uhr.
GG. Alles wegen Flobby. Und ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Ich weiß nicht, ob wir Fünfter sind. Wir müssen mal checken. Es kann sein, dass wir wieder Fünfter werden. Aber mal gucken. Ja, das war's für heute mit dem Clan-Krieg. Wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung zu in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich fände es cool, wenn erstens jede Woche die Gegner changen würden, dass man halt wirklich ein kompetitives Battle hat. Zudem fände ich es cool, wenn im Creator-Battle keine Cheats angewendet werden können, beziehungsweise man nicht irgendwie 50 Accounts macht. Man kämpft mit denen, man holt, packt 25 raus, holt 25 andere Max-Accounts rein und kämpft dann weiter. Ich fände es cool, wenn man einfach einen Clan hat mit 50 Leuten und die nehmen am Krieg teil und mehr dürfen nicht. Beziehungsweise man hat einfach eine Abklingszeit von einem Tag, wenn man einen Clan-Krieg bekommt oder so. Und dann kann man halt das nicht so machen, wie die Clans es machen. Das fände ich cool, habe es auch super geschrieben. Mal gucken, ob das geändert werden wird. Und ansonsten, ja, mal gucken, welcher Platz wir diese Woche wieder geworden sind. Dann können wir vielleicht wieder am Ende der Woche Battle Passes verlosen. Ich konnte jetzt 25 Battle Passes an meine Community verlosen, was super, super nice war. Und ja, mal gucken, ob wir das wieder schaffen. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns zu einem weiteren Video. Haut rein und bis bald. Ciao.